What's wrong? Oh shit. Aber ich bin ganz ehrlich. Diese Monologe von Jackie. Ich bin ganz ehrlich, ich finde die geil. Das ist eine super Art, hier Loading Screens zu unterdrücken. Also nicht zu unterdrücken, aber zu überbrücken, würde ich sagen. Ah. There is no darkness, Jackie. And Jenny's okay. She's right here. No one's got her. Look, you're not in any trouble. But you've got to... I've talked with him about it. He thinks he's the head of the mafia. Last year, he was a spy working for the British Secret Service. Ich war James Bond? Look, no one wants to see Jackie respond more than I do. Give the Jenny. Time to work. Oh, no, no, no. He's not ready to see me again. Jenny, wait! Ah, pretty boy. Jenny doesn't want to see you right now. Heard you got a little too touchy-feely last time. Can't say I blame you. Wow. Was willst du machen, Beef, Junge? Out of my way. Yeah. Try that again, nutbag. You're gonna regret this. Jenny, I know you can hear me. I can do this dance all day long. Ist das Spiel gerade real? Ich soll in der fucking... Look at this guy. Alter, ich soll jetzt erst oft in der fucking Psychiatrie eine Schießerei anfangen? Das klingt nicht nur auf Papier fucked up, das ist fucked up. Vielleicht in meinem Zimmer? Sheldon. Hey, Penny. 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 Bist denn du? It's you again. Ach, Dolfo. Dolfo ist hier schwul und im Rollstuhl. That's interesting. Darkness Comics. Catchy. Sleeky catchy. Aber vielleicht hat Dolfo ja eine Idee. Dolfo, was meinst du? It's you again. Dolfo, if anybody here can help me, it's you. I need some kind of weapon, don't matter what it is. What? Yes, yes. I have Panzer Divisions, Messerschmitt's battleships. No, Dolfo. I need something right here, right now. Like a knife or a stick. Hmm. We must start the planning at once. Er ist nicht schwul. Get into the Adolf. Oh mein Gott. Oh ne. Advance in pincer formation until you get to Paris. And don't speak to the Bolsheviks. When you are done, I will help you again. For the Fatherland! Czechoslovakia as a nation has ceased to exist! Hey, calm down, or you're going back to your room. Stalinist. What? Also dafür, dass das Spiel ziemlich zensiert wurde, ne? Come on. Just saying. You don't wanna do that, monkey. What? Here you go. Come on. We ain't got much time. Wait a second. Ist das mein Goblin? Don't I know you? Now, don't be afraid, Jackie. Ja, der Hausmeister ist der Goblin. About fucking time, eh? Close the door. Now, turn around. Ziemlich sehr zensiert. Hey, Goblin! Andy. Hello, darkness. You're in and out, mate. Barely alive. And not quite dead. What? Come on, Jackie. We ain't got much time. The darkness can't hear us because it's weak. Wait, I don't understand. You're not so. Das Schlimme ist, die Story ist interessant. You're dead, aber das Gameplay ist an manchen Stellen gegen Ende echt. Frustrierend, sagen wir es so. Filter. Filter for what? The asylum.
Einfach so, ne, sehr hektisch, sehr stressig gegen Ende jetzt einfach. Und das liegt überwiegend echt an zwei Gegnertruppen. Diese Leute mit dieser Titan-Taschenlampe, wo mehrere Schüsse von einer Shotgun braucht, und diese Bilbos mit ihrer Peitsche. Okay. Here we are. What? Why? All I know is it wants to keep you two apart. I think it's afraid. Tell me how to get to her. No, I've risked too much, monkey. Said too much already. You see, I can't die in the real world, but in the asylum, the darkness can kill me. Ground red, game over. No coming back for me. I need to get to her. There's no time, monkey. You can't let them take the darkness. If you lose the darkness, you lose Jenny. Now, see that? The way home, Dorothy. Go on then. Hast du mich gerade Dorothy genannt? And open my noodle again. Let's go for a spin. Did you just call me Dorothy? Also. Okay. Oh, hi, Mark. The pain must be unbearable, Jackie. If you had only accepted my offer, all of this suffering could have been avoided. I'm so thirsty for it. I need it. In good time, Mr. Penis. Patience. Hat er ihn gerade Mr. Penis genannt? Ah. They're taking it. Hurry. Hang on, it won't be more than a tick. Where's Brother Victor? He's down in the basement finishing off that pathetic host. Right, guess we're headed for the basement then. Ich hab das Gefühl, die sehen mich, sobald ich da... Die Frage ist, wie gut ist deren KI? Nicht gut genug, offenbar. Nicht gut genug, offenbar. Okay. Ja, yep, deren KI ist nicht besonders helle, was Stealth angeht. Aber gut, ich bin ganz ehrlich, was Spiele angeht, wo eigentlich nichts mit Stealth am Hut haben, bin ich eigentlich froh, dass das Ganze nicht überempfindlich ist. Ich meine, ohne Scheiß, die Story sorgt gerade echt dafür, also die Story sorgt gerade echt dafür, dass ich mir irgendwie gern so ein paar The Darkness Comics ansehen würde. Aber so jetzt gerade gegen Ende, Alter, das wird echt frustrierend wegen solchen Gegnergruppen. Die gehen einem echt hart auf die Zwiebel. Wild? Moit? Hieß es nicht, er kann sowas hochklettern? Scheinbar nicht. Ich meine, ich kann im Licht nicht überleben, aber ich glaube, ich konnte ganz kurz durchmarschieren, oder? Ich meine, er hier geht mir auf den Sack, allein durch seine Ansichten. Ah. Nö, kaputt machen geht nicht. Doch, jetzt auch. Okay, doch. Ach so. Ah, so. Jetzt verstehe ich. Ah. Ich dachte, das ist. Das letzte Mal, wo ich mit ihm unterwegs war, musste ich solche Stangen. Musste ich die Stangen hochklettern. Huh? Look at that little bastard. What is this?
Oh, hi. It's my body you're toying with. Stay away from them lights. Ja, warum? Where are you? Are you here? Ach, da. Nothing here. I'm moved here. I remember we'll Seid doch ehrlich, ihr habt keine Lust mehr nachzugucken. Okay, ja. Ich hab's begriffen. I understand. Wie? Ihr beiden, ne? Willi und Billy, ihr geht mir gerade echt auf den Sack. Ihr seid vor allem schlauer als ihr, ne? Ach so. Frontalkill. Geht also auch. Okay, gut. Warum spiele ich da mit euch? Rest in Pepperonis. Hätten sich hier für besonders schlau, weißt du? Der Goblin ist mächtiger, als er glaubt. Er ist klein und gobbelig. Ach, guck mal, da bin ich. Oh, here you are. Why they got you hanging from way up there? Little dramatic, isn't it? Ja, ein bisschen überdramatisch, aber... Ja. Right, hold on, Jackie. Almost there. Goblin is on his way. Time to gobble. It's gobble time. Müsst ihr wissen. Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn es gobble time ist? Richtig. It's time to kill. Das ist ein... Okay. Time gobble. Gobble attack. Ja, 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 ja. Das ist auch so eine Sache. Wirklich, ich finde das Spiel an sich von der Story her und von den Charakteren ja cool. Das kann ich so viel sagen. Aber dieses Gespamme von wegen bleib aus dem Licht. Irgendwann fängt es echt an zu nerven. Diese Nachricht jedes Mal immer und immer wieder zu hören. Weil es auch jeder immer wieder sagt, sobald du einmal einen kurzen Schritt ins Licht machst. Da soll ich hoch? Bäh. Let's gobble it up! Das ist voll fies. Weißt du, alles, das Letzte, was du in deinem Leben zu Gesicht bekommst, ist so ein fucking Goblin. I can't take it anymore. I need to feel it inside me. No. Almost there. Reclaim me, Jackie. Or Jenny forever. Mir tut die Sau leid, die die Darkness sprechen musste. No. Give it back to me. Your time with the darkness is over. You had your chance, and like every Estacado before you, you failed. Come, Peevish. It's time to enjoy the fruits of our labor. Bedien dich. Nur die Hackbällchen wäre cool, wenn ich die haben dürfte. Weil ich habe so das Gefühl, ich bin hier kurz vorm Ende, deswegen... Schon, also... Shit. Where are you? On my way. Just hold on. On my way, mate. Just need to gobble it up a bit. Teuflisches Vergnügen. There is one and one only. The unholy singularity.
Chill. Oh, fuck. Das werde ich mir nicht gönnen, nicht nehmen lassen. Bei mir tragt alle solche entsetzlichen Wollkragenpullover. Nein, geh doch durch! Mann, warum gehst du denn nicht durch, Jungchen? Oh, ja, warum wird man denn auch langsamer dabei, Mensch? Muss denn das? Es ist wie ein Pflaster. Reiß es ab. Ich wollte gerade sagen, campt der Arsch da hier. Ja, wie fies! Wie dreht er sich um? Campt er da und dreht sich um? Oh mein... Ja, ach, da ist noch einer. Wunderbar. Ja, sag mal. Was ist das für ein Stunlock jetzt hier, Mensch? Geh doch einfach. Geh. Ja, ist gut. Ich hab begriffen. Alter, ihr seid ja die Schlimmsten. In beiden Welten. Oh meine Güte, geh doch. Wie? Jetzt sieht er mich schon, wenn ich nicht mal, wenn ich mich nicht mal in die Nähe begebe? Jetzt kommt... Ja, ist richtig. Was ist das denn? Spawnt die Sau. Kill. Und renn. Oh, Alter. Weißt du, campt die Sau da. Magst du das mal sein lassen? Zieh dir mal einen vernünftigen Pullover an. Au. Schmerz. Burns. Aua. Gotta get. Fuck me. You look like a cactus. Victor has the darkness in the siphon. We have to get it back. Or we could just go to Vegas and fuck off. We're free, Monkey. No. Vor allem, warum ist Goblin noch da, wenn mir die Darkness doch entzogen wurde? I got no choice. I have to get the darkness back. Well, freedom was fun while it lasted. Das verstehe ich gerade. Wie kann es sein, dass Goblin noch da ist, wenn die Darkness mir doch entzogen wurde? Jetzt habe ich nicht mal, jetzt habe ich gar nichts mehr. Aber ich habe jetzt keine Angst mehr vorm Licht. Irgendwo vielleicht. Why does this place look familiar? Waffen. Irgendwie eine Art Spielzeug. Something to kill. This is my father's office. Und dein Vater hat einen schönen Waffengeschmack. You're back home, mate. Ist das ein Gun? He was a collector. Ist das ein Relikt? He collected guns and darkness relics. He was a darkness expert, that one was. Yeah. For all the good it did him. He was trying to help you, Monkey. Das kann ich nicht mal aufnehmen. Oh Gott, das ist ein Karabiner. Einer so ein. Okay, ich darf es trotzdem mitnehmen. Ich dachte, ich müsste dafür jetzt nochmal extra zurückgehen. Ho, 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 ho. Oh, shit, hat das Ding Bums. Alter, hat das Ding Bums. Okay, jetzt kann ich nur halt keine Herzen nomsen. Oh,
Alter, das Ding bums. Ich wollte die Cobra. Cobra, danke schön. Alter. Braucht's mal ein bisschen zum Nachladen? Hallo, die Waldfee. Das ist ein schönes Spielzeug. Bin doch geil mit der Host. Schon vergessen? Du Papierflöte. Ah. Das war... Ne, das war noch schlechter. Es fühlt sich merkwürdig an auf einmal ohne Darkness. Ich meine, ich fühle mich jetzt nicht mehr wie ein One-Piece-Charakter, der ins Wasser fällt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber auch nur wissen, wenn wir Darkness einspielen und das Game wissen immer noch indiziert. Was? Das könnte erklären, warum es so schwer zu finden war. That's it. Give it to me. I need it. Oh Scheiße. Break him. You may use his corpse as you please. Oh fuck. Hello, pretty boy. Hör auf dazu sagen, ich schwing so nicht. Und da macht er solche Der hat selber Goblins. Play, my pets. Now you will see. Now you will be revealed as the Peevish. So much power. Jesus, do you ever shut up? Alter. Der hätte genau dieselben Fähigkeiten jetzt nur wie ich. Nein! Gib mir dies. Genau. Now do what I've trained you to do. Ist das jetzt dein Kampfstil? Du schleuderst Goblins nach mir? Are you crying? Ist ein ziemlich erbärmlicher Kampfstil. Goblins nach mir zu jagen. I like it when you play rough. Hör auf, das so auszudrücken. Jesus, ja, disgusting. Wow. Ich glaube, du hast etwas, was mir gehört. Dr. Pepper is back. Oh yeah. Feels good to be alive. There's a familiar sight. But wait, something's a bit off. I feel empty inside. I can feel it fading. The buck-tooth hobo still got the darkness trapped inside the siphon. What you got there is darkness powers. Darkness 1 ist indiziert an einer Grafikstil, dieses hier. Das ist indiziert? Okay, das erklärt jetzt natürlich auch, warum, ja. Warum ich es nicht auf Amazon finden konnte. Beziehungsweise nur eine Version, wo 5 Euro ne, Zeug war. Und bei 5 Euro Liefergebühr werde ich immer pingelig. Da werde ich piefig. Meine Güte, ihr labert ein bisschen viel. Ist euch das selber mal aufgefallen? Hört ihr euch selber reden? Finsternis-Mod. Finsternis-Mod. So edgelordig, Alter. Ach ne, das habe ich ja fertig. Ach shit, ich wollte doch darauf sparen.
Not for you. The siphon! For Jenny! Quiet. Fuck. Jo. Oh mein Gott, diese Waffe. Daddy war ein bloody genius. Holy shit. Ich wollte gerade sagen, magst du mal das machen, was ich gerade die ganze Zeit drücke? Naggy. Das ist ein... Der Schild stand da einfach nur. Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe nicht gesagt, du sollst das machen. Genau. Danke. Das Ding ist nämlich um so vieles schöner. Ah, Sonnenlicht. Das kann ich nicht abschalten. Sonnenlicht kann ich nicht abschalten. Oh, fuck. Zack. Ach, da hatte noch jemand einen Snack für mich. Was sagt das doch? Habe ich also wieder gut aufgepasst. Den Darkling schmeißt es echt wirklich. Ja, das ist, ich merke schon. Hä? What the fuck? Ich nehme mal keinen Schaden, es ist nur... Ich sehe nur beschissen. Hä? What? Hä? Bin ich gerade doof? Ich bin Vollidiot. Ey, ich bin auch echt... Nein! Wo ist die Waffe? Da. Ohne die gehen nicht mehr. Die macht Schaden. Die ist toll. Die macht Spaß. Ja, ich habe auch gerade realisiert, warum greife ich das Ding nicht? Das Ding macht Schaden. Das Ding ist toll. Oh, man braucht nur noch... Man da braucht nur zwei Schüsse für den Scheiß. Das wollte ich so nicht mal. Alter, hör doch mal auf, diese Waffe wegzuschmeißen. Das ist auch so ein Punkt. Ich will meine Waffe nicht wegschmeißen. Aber ich will was anderes greifen, was daneben liegt. Das ist, ne? Oder ich will Herzen fressen, dass das alles ein Knopf ist. Schon wieder. Jackie, she burns. Wo ist die Waffe jetzt? I'm coming, you bastard. Yes. Das ist eine Desert Eagle. Das war auch schön, aber... Wo ist die jetzt? Wo hat er die jetzt hingeschmissen? Das ist eine Striker. Ne, eine Striker will ich eigentlich auch nicht. Ich will meine alte Waffe wieder. Ja, geil. Ist die spawned oder was? Ja, schönen Dank auch, Spiel. Hinter mir? Wo? Da? Nee, es ist Gewehrmunition. Das ist ein Stock. Was ist das hier? Das ist die Kobra. Ich gehe jetzt ohne das Ding nicht weiter. Ich gehe... Nö.
Sehe ich nicht ein? Oh, Alter. Ja, weißt du, weil ich das scheiß Herz haben wollte, ne? Ja, toll. Ja, danke auch. Ich will eigentlich nur die Waffe wieder, die war toll. Weißt du, und dann nur wegen so einem Scheiß. Das frustet mich gerade. Das geht mir gerade hart auf den Piss. Ja. Und weg, ja, weg ist er. Das ist Bullshit. Das ist ein Schild. Ich dachte, das wäre ein Raketenwerfer. Hm? What? Home, Jackie. You know your father was obsessed with the darkness? Built this home on sacred ground. Filled it with darkness relics. Diese Peitschenheinis sind das Schlimmste. His pathetic attempt to control what he could not. What the hell are you talking about? He never told you, did he? No. It drove him insane before you were old enough to understand. He reached out to us many years ago. He'd heard of the siphon and was desperate to find it. Your father wanted a cure for the darkness. Darkness. He wanted a cure for his little boy. Isn't that sweet? Bullshit! He promised us the darkness if we found the siphon, Jackie. It took us almost 2 decades, but we found the siphon. Now we're here to collect his debt to us. Now we have the darkness, and this world will burn and kneel before its true god! Ja Mensch, gut, dass du keinen Gottkomplex hast. Keep clinging to what little dark essence is left inside you. I can sense it leaving you as I speak. Even if you survive this, I just have to wait until your batteries run out. Please take care of our little friend here. When he is broken, bring him to me. Oh boy. Let's make this quick. Oh! Stimmt, ich schmeiß ja jetzt Explosivgeschosse, da war ja was. Ich will die andere Waffe wieder, die war toller. Wupp, 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 wupp. Heavy noch. Ah. Na, wo seid ihr? Oh, ich guck mich dann in der Zeit mal um hier, ne? Oh, nee. Don't use the... Nein, 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 nein. Ihr seid echt die Schlimmsten. Ja, schmeiß nicht nach oben, wo ich eigentlich hingezielt habe. Ja, Striker hätte ich dann doch gern wieder. Gib mir deine Leben. Nimm ihn auf. Meine Güte.
geschlitzt. That's what you get. Hm, kann nichts sehen. Ich nehme gerade alles. Ich bin jetzt nicht mehr wählerisch. Aber was ich mich jetzt ja frage, wenn Darkness 1 lizenziert ist, indiziert ist, warum? Warum? Was ist an Darkness 1 so krass, dass es unbedingt indiziert werden musste? Oh, Alter. Ah, ich brauch mal was zu knabbern. War's das? Was wohl? Hey, hey, hey. Kann nicht so brutal sein. Ja, ne? Ich mein, zu dark, zu viel Gewalt. Du musst hier in Deutschland sowas anpissen. Nicht mal Krimis sehen, Leichen, 10 Uhr abends. Ja, jetzt. Ja, to be honest, du hast irgendwo recht. Oh mein Gott. Das mit der Rüstung habe ich irgendwo erwartet, aber warum sehe ich aus wie ein Klumpen? Ich möchte doch nur meine Waffe von damals wieder. Ich realisiere jetzt, dass ich kann ja Leute schmeißen und dann sind die Leute quasi Geschosse. It's a swarm, my. Ah. Also nur deswegen, das ist peinlich. Weißt du, wenn nix ist, aber Hauptsache, ne, Spaß verbieten. Und heutzutage bringen wir Mortal Kombat X raus. Ich weiß, ich werde auch ewig drauf rumreiten. Sorry, aber da werde ich ewig drauf rumreiten. Nein, nein. Weißt du, ich ess dich whole. Wie wär's damit? Das ist wie die Gegner hier in Skyrim. Die auch die Fähigkeit haben zu brüllen. Ihr wisst genau, welche ich meine. Wisst ihr, die brüllen in eure Waffe aus den Händen und dann steht ihr da und denkt euch dann so, ja geil, wo liegt die Scheiße jetzt? War ja nur ein super rarer Drop, den ich, ne? Ja, Mortal Kombat scheint kein Problem mehr zu sein. Dafür scheint die USK jetzt etwas gegen JRPGs zu haben. Okay. Das ist auch mal interessant. Fang! Shit, ich wollte gerade den Goblin schmeißen. Das hat getroffen?
Okay. I don't mind, though. Ich meine, beschwer mich nicht, dass sie jetzt offenbar weniger darauf setzen, mich mit diesen Lichtdudes abzufucken. Beschwer ich mich um was weiß Gott nicht drüber. Ich finde es halt nur merkwürdig. Hey? Okay. Goblin-Handball. There we go. Immerhin, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass das Spiel hier... Ne? Habe ich wenig Probleme mit, auch wenn... einige Zensuren echt bescheuert sind. Um es mal ganz ehrlich zu sagen. Einige Zensuren hier sind echt bescheuert. Jetzt, okay. It's too late to stop, Jackie. Hat er gerade gesagt, Yarn? Surrender or die, Jackie. Nah. Your time with the darkness is over, Jackie. Was du denn für ein Judgment Cut Scheiß? Heißt es Sephiroth oder was? Oh, freie Auswahl. Ich hätte gern einmal die Desert Eagle. Und, oh ja, die abgesägte für Munition. Ja, gut, okay. Ah, okay, ein letztes Mal nochmal entsaften. Ich meine, wir könnten den zweiten Baum voll machen, aber ich bin ganz ehrlich, die schwarzen Löcher. Die Betäubungszeit, Abklingzeit des Baums wird kürzer. Hier habe ich eigentlich... Gun Cutter, setze die Waffe zusammen mit zwei Waffen gleichzeitig ein, um Gegner automatisch anzuvisieren. Herz der Finster, das ist auch wieder so ein richtiger Edgelord-Name. Jackie kann durch Wände hindurch sehen und schießen. Wow, okay, das liegt busted. Killerschwarm, erhöht den Schaden, den Schwarm anrichtet, damit erreicht der Schwarm mehr Ziele. Ich glaube, ich konzentriere mich erstmal auf den Schwarm, weil der ist dann, sofern ich da überhaupt noch zukomme. Machen wir mal die Dauer länger. Hey, mich mal früher drauf konzentrieren sollen. Das Ding ist ja ziemlich gut. Jackie, Jackie, Jackie. This charade has gone on long enough. Ja, eben. Ihr habt alle dieselben langweiligen Teleportationsfähigkeiten. Hier, habt einen Stuhl. It can also destroy the host. Truly destroy the host. Yeah, that's why I'm gonna rip you apart and take it. And what then? What would you do with it? You're not thinking about giving it to the darkness, are you? This is on relic. Do you have any idea what would happen? You know, I could tell you, but it'd be easier just to show. Oder das ist ein Relic. Eimer. Born again in darkness. Leute schmeißen, ist echt effektiv. So, Victor. So, Ali. Was wird das jetzt hier? Speichern. Okay. Hm? Nö, nö. Gott, bitte sag mir, du hältst nicht wirklich so viel aus. Oh boy. Your time with the darkness is
over, Jackie. My time is over. It is never over. Gotta tell you something. It is never over. Durch die Klinge, um sie zu zerstören. Okay. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber. Hat jetzt auch nicht so viel Schaden gemacht, also. Besser ist es, so ein Spruch ist, den schon so viele gebracht haben vor dir. Nur mal so. Was, du stehst noch? Komm, gib mir deine Essenz. Hier ist mir scheißegal, was da in dir ist. Ich sehe hier nur zwei Leute, die Löffelchen machen. Yo, Monster! Vielseitiger Killer. Achievement, okay. Hi. Wanna talk? Norms. Komm, Victor, Ali, komm. Tanz an. Hm? Release the darkness, Jackie. Ja. Macht jetzt nicht so viel Schaden, also. I'm gonna take a tank it und. Ich glaube so, die Rüstung ist ziemlich busted. Müsste ich nur mal so vermuten. Weil ich nehme kaum noch Schaden. Hast du mich gerade Mongo genannt? Naja, immerhin gibt er mir keine Viecher mehr, an denen ich mich hochheilen kann. Come on, du bist tot. Jetzt bist du tot. Darf ich das haben? Isst du das noch? Ich meine, seriously, darf ich das haben? Ich nehm's jetzt einfach mal, ja. You are nothing! You are unworthy! The siphon will consume you! Ich bin vielleicht unwürdig, aber immerhin bin ich nicht hässlich! Fuck you! Fuck you! Richtig, another one! This is the one thing that can kill me. Here goes nothing. You were never in control. I'm coming for Jenny. Then I'm coming for you. Alcohol! Jackie was sleepless. It hurts so much. Hey, Jackie. Wake up. He don't look so good. Jeez, maybe it was something he ate. Hey, Jackie. You eat something bad? I ate a clown one time. He tasted funny. Seriously? No. No, goddammit. This isn't right. The siphon killed me. I should be in hell. Jackie, you okay? Holy shit, Dr. James! Fuck you! You're not real. None of this is real. It's just a fucking distraction. Something to keep me from the darkness. I need to get out of here. Dr. James, it's Jackie. Quick. I need to get to hell. Come on, Jackie. It's gonna be okay. Dr. James! Everything's okay, Jackie. No one's going to hurt you. Hold him, please, Edward. Sure thing, Dr. James.
You're not real. None of this is real. It's all just one of its tricks, but I'm not buying it. You got that? Tell your boss that I'm not buying any of this. There's no conspiracy, Jackie. You're in a hospital. You're not well, and we just want to help you. Where is Jenny? Go tell Jenny she's going to have a visitor. I'm on. Hold him down. Das Schlimme ist, for your own good. Man, ich persönlich glaube ja tatsächlich wirklich, dass vieles denn nur in seinem Kopf ist. Ich meine, ne? Heat, vielen Dank dir fürs Hosten. Ich meine, jetzt aus einer Sicht von mir persönlich, wo ich keine Ahnung, was Plot und alles angeht, ich würde jetzt denken, dass hier... We have ways of making him talk. Take him away and have him executed. Ach du... Alter. Dolvo. Ne, ach, Alter. Is everything okay here? What happened? Wo ist mein Goblin? No. Du? No fucking way. I just killed you. Doctor, I'm afraid Jackie is experiencing the severe withdrawal from his medication. He says the darkness is back talking to him again. He thinks he may be in hell. Wahrscheinlich arbeitet er im Einzelhandel. You're the head of the Brotherhood, and you're dead. It's okay, Jackie. You've had an episode. The voice you think you hear is just your brain playing tricks on you. Bullshit. I just watched you die. Jackie, listen to me. Und genau so, ich hab dir das Ding um die Ohren gehauen. The darkness now? No. It went quiet. Good. I think the sedative's having an effect, okay? Let's take Jackie to see Jenny, please. Auf Wiedersehen. Johnny, you gotta help me. Jackie, none of this is real. I know that. Immerhin sagt mir nicht, dass mich liebt, also. This way, monkey! The only way out is up! Alter, das sieht aus wie fucking Quasimodo. Hey, Jackie! Wait, no. Oh, auf einmal ist meine Energie wieder da. Und ich bin nur halb am Flashlighted. Nein, Goblin! I had a good run. Knew the risks. Made my choice. Oh, I'm gone for good this time. Good luck, Nunky. Nein, Goblin! Try not to. Okay, Jackie, let's just stay calm. Dr. Vic is trying to help you. Jackie? Jackie, oh God, please come away from there. You're going to get hurt. You're not Jenny. Jackie, this isn't a game. If you die here, you are really dead. It's over. No, you're wrong. I die here, I go to hell. Jackie, you're trapped in a delusional cycle, and we're trying to help you break free of it. Jackie, please don't do this. I want to help you. You're just some kind of trick of the darkness. You're not the real Jenny. Jackie, listen to me. There is no darkness. You don't have special powers. If you jump, it's over. You die. Heaven or hell, you're gone. Let's rock. I don't want to lose you. We want you to get well again. You've got to take your medicine. Don't you want to stay with me? I want to be with Jenny. Heaven or hell! Was wäre passiert, wenn ich bei ihr geblieben wäre? Mal aus Interesse. Wäre denn Game Over, oder? Vor allem, Moment, jetzt bin ich in der Hölle. Hab ich jetzt die Darkness noch? Also, das ist doch fake. Ei. Aber was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, jo, ich bleib noch ein Weilchen. Hold on, Baby.
I'm coming. Ja, Mensch. This is something. This is something, alright. Oh shit. Captain Metal ist pissig. You found your way here. Gut, dass du ein paar Fetzen an hast. Is that really you? Ist das bisschen. Oh! So, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich voll da. You are of no consequence. We'll see about that. Ich hab Schuhe. Ich hab Beine. I am the. Okay, ich hab keine Waffen. Ich bin Darkness. Ich hab... Was? Was ist das für eine Waffe? Please, Jackie. Make it stop. Hold on, baby. Ketzef? I'm coming. You must not. Bin ich Reaper oder was? Ich will mal ein bisschen dual wielden. Ich hab da gerade Lust drauf. What the fuck? 1700 habe ich. Oh ja. Except you are nothing. Aber wie gehorcht mir denn die Darkness jetzt trotzdem? Alter, what? Höllenpistolen, ich sehe schon, ist cool. Die Dinger sind cool. Alter, jetzt gehen wir Unlimited Edge. Leute, jetzt gehen wir hier Unlimited Edge. The Celt consumes you. She will never leave here. So, das sehen wir ja noch. Ich meine, ich habe Ketzef. Und kämpfe jetzt gegen die Dinger. Was gut ist, wir sind in der Hölle, also schätze ich mal, mit Licht werde ich hier keine Probleme haben müssen. Halt mal. Und ich muss mir keine Sorgen mehr um Waffen machen. Zack. Alter, die Hölle. Scheiße, ist das edgelordig, ey. Your soul is lost. Oh ja, ich ersetze mal Das ist ein anderes Ketzef. Das ist ein MG. Alter. Fucking edgy, ne? Alter! Dual-wielding Höllen-MG. Das ist so fucking edgy. Das ist schon nicht mehr witzig. You cannot free her! Jackie! Dual-wielding Höllen-Uzis. Das ist so lächerlich. Alter. Dual-wielding. Grab him by the dick. Oh, Mann. Oh, das ist so fucking edgelordig. Ich liebe es.
Oh mein Gott, dieses Ende. Muss ich irgendwie auf sie schießen, oder? Ach, die Fesseln. Ich halt mal drauf. Ah. Okay. Versteh schon. Die Fesseln. Ups. Jenny! Hoppala. Ich hab nicht gesehen, dass das da so weit runter geht. Ups. Jackie. Okay, machen wir es nochmal. It will not be set free. Das ist so fucking retarded, ey. Ich liebe es. Ich kann nichts sehen. So, ich war zwar klinisch tot. Aber meine Güte. Hey du Goblin, was geht? Ich kann nicht wirklich ausmachen, ob ich Schaden mache oder nicht. Gib mir mal irgendwas zu schmeißen. Oder bist du oben? Welche Fesseln? Das hier, oder? Ich meine, daran ist sie gefesselt. Ich darf nur nicht wieder da. Ne? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich mach's falsch. Greifen nicht. Ja, ich habe aber Angst, dass ich da jetzt wieder zu. War das schon die ganze Zeit so? Watch me. Okay. It lies. You will not have my power. Jesus. Alter. Was ist das denn jetzt? Eine fucking Höllenkarabiner oder was? Jenny is gone. Oh mein Gott, es ist einfach das Edgelordigste, was ich noch in meinem Leben je gesehen habe. Und vor allem jetzt macht es ja auch wieder Spaß. Wo das Spiel nicht versucht, hier dir das Genick zu brechen. Hier ist eine fucking Höllen-M60. Oh doch, jetzt gibt's euch noch, oder was? Alter. Nein, ist. Die haben jetzt Waffen. Oh.
Oh, fucking someone end me, bitte. You know not what you do. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist echt der Holy Grail der Edgelords, ich sag's euch. Jetzt verstehe ich auch, warum Hol das Bild so edgelordig wie nur irgend möglich gemacht hat. Ach nee, ich will doch weiter das Ding benutzen. Das macht doch Spaß. Oh yes. Block geholt! Hat er gerade gebrüllt? Achso, you are a puppet. Ich hab grad gedacht, er brüllt. You are reported. Tornado Bay. Tornado Bay. Fuck. Swarm. Energie. Close enough. Mach mal bitte voll. Das ist so fucking... Ne, also... Oh mein Gott. Oh my god! Oh, warte. Das ist nicht anwählbar. Ich meine, ich weiß jetzt, auf was ich zielen muss, also... So ist es ja nun nicht. Okay, aber diese... Diese Rüstung ist... Uiuiui, ne? Uiuiui, Tiffy. She's worth it. Uiuiui, Tiffy. Uiuiui. Okay, ich brauche keinen Cat-Filter. Gut. Du hast noch genug an. I didn't mean for this to happen. Any of this. Shh. We don't have much time. Irgendwas läuft doch hier falsch. Oh, don't make me. Don't make me. Mein Finger hovert über den Panikknopf. Oh. Ja, Mensch. Das war doch mal ein Erlebnis. Okay, die Kampagne ist echt kurz. 5,5 Stunden.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Spiel heute durchspiele. Am Stück. Aber gut. Gut, ich beschwere mich ja nicht, ne? Weil dafür, was geliefert wurde, war nice. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch gut, dass es sich nicht weiter hinausgezögert hat. Weil gameplay-technisch tut sich da... Es schafft schon, als sein eigener Titel zu stehen, gerade mit den Fähigkeiten, die du mit der Darkness hast. Du hast schon einiges an Möglichkeiten. Es fängt vor allem super gut an. Ich meine, wir reden jetzt hier trotzdem von der zensierten Version, ne? Also so, das dürfen wir jetzt ja nicht vergessen. Und, es war gut. Ich meine, unzensiert wäre, glaube ich, an einigen Stellen geiler gewesen. Einfach, weil es logischer wirkt. Ich meine, manche Kills sahen einfach nur aus, als ob ich den Leuten bei Aerobic helfe oder ihnen einfach mit einer nassen Nudel eine runterhau. Aber so von den Charakteren her, von der Storyline her, ich hätte jetzt Bock, mir Comics davon anzugucken. Just saying. Also, in dem Punkt hat es schon das gut gemacht. Okay, diese Kirmes war... Uff, die war eine Sache für sich, also... Da hatte ich echt einen kurzen Moment den Sack dicht. Weil du da echt gestresst bist. Überall ist denn entweder Licht, dann jammert dir die Darkness vor, geh aus dem Licht zum zickelionsten Mal. Und dann hast du dann noch so einen Bilbo, der mit seiner dummen Titanium-Flashlight da rumsteht und die Penisköppe mit ihrer dummen Peitsche dir die Waffen wegnehmen und du dann da stehst und denkst dir, ja geil, was soll ich jetzt machen? Dich hauen oder was? Es ist schon nicht schlecht und vor allem das Ende. Ich liebe das Ende. Ohne Scheiß. Einfach ist es das Edgelordigste, was man sich vorstellen kann und sowas macht mich glücklich. Klar, jetzt von einem neutralen Standpunkt aus betrachtet, du kriegst da andere Waffen, die schlicht und ergreifend Piu-Piu machen. Es ist nichts anderes und nichts Neues. Aber so der letzte Akt hat mir dann schon doch noch gefallen. Und wenn ich jetzt wüsste, was ich machen soll, ich bin ganz ehrlich, ich würde zu Anfang mir die Exekution für Schild, Health, eigentlich nur für Schild und Health rausholen, weil... Jetzt rückblickend betrachtet habe ich den für Munition oder Cooldown nie wirklich viel benutzt. Und würde ich es jetzt nochmal bei von Null anfangen, würde ich wahrscheinlich direkt darauf bauen, dass ich diese Dunkelheitsrüstung kriege, weil die ist ja mal busted as fuck. Also wenn du da in der Dunkelheit stehst, du stirbst ja gar nicht mehr. By the way, komm, skip die fucking Credits. Es geht noch weiter. Press X to release. Okay. Gut. Ich hover immer noch gefährlich auf dem Dings. I love you, Jackie Estacado. No matter what happens, I always will. I'm so sorry. Sorry? Hm? Jenny, I'm the one who should be... Was? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Jackie in der Cutscene sehen, kann das? And then there was... Oh, that's a butt! That's a butt, alright. And then there was light. Nee, come on! We are the Angelus. The world has gone too long without my light. Oh nee, come on, wirklich? Oh yes. It's been so suddenly long. Jiggle physics. Where's Jenny? Don't worry. She's still in here. And after all you put her through, she still loves you. But she knows what must be done. Give her back to me. Don't you understand, Jackie? Jenny's soul wasn't the only thing trapped here. It was you who gave her to me. I won't fight you.
What makes you think I'm even going to give you the chance? You have become too powerful a host, caused too much suffering. You and it are now where you belong. No. No. No! What? What? What the fuck? Why? Wir hatten so ein schönes Ende. Wir waren zusammen in der Hölle und es war toll da. Ich meine, du bist in der Hölle, aber das ist ein absoluter Edgelord Place and you got each other. So, das war schön und dann auf einmal. Ah, Megaboo, ich bin Mega Engel. Wow. How to crush dreams, ey. Vor allem, wir wissen ganz genau, es wird niemals ein Darkness 3 geben. Weil dieses Spiel ist jetzt wie alt? 10 Jahre? 2008? Also ich meine, ich glaube, es hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. Wobei, nee. 10 Jahre kann nicht sein. Weil... 2012? Kann das hinkommen? 2012? 2011? Ist in dem Dreh? 2012, ja, gut. Hat trotzdem schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber... I can't just progress. Wow. Alter. Na, wobei, so wie ich das verstanden habe, sie haben von 2008 bis 2012 dran gearbeitet. Also, sprich, sie haben 4 Jahre dran gearbeitet. So wie ich das jetzt verstanden habe. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Also... Aber gut, 2012, wir haben jetzt 2018, sind 6 Jahre, also... Und bislang wurde nicht ein Wort jemals zu The Darkness 3 gesagt. Die Plattform, es ist 2K, aber es war ja irgendwie immer nur ein bestimmter Punkt von 2K. Aber gut, es gibt New Game Plus, ui. Fancy. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe das Spiel damals günstig gekriegt, für 20€ oder so. Es ist ein Jammer, dass es gecuttet ist, weil, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, einige Sachen machen keinen Sinn damit und wirkt auch irgendwo lächerlich. Unter anderem auf dem Friedhof der Bossfight, wo auf einmal Cut to Black und du siehst einfach nur, du hörst einfach nur, was passiert. Und auf einmal spawnt da vor dir, like nothing happened und du denkst dir, what? Are you serious? Darkness 1 ist von 2007. Ja gut, wenn sie im nächsten Jahr direkt damit mit Darkness 2 angefangen haben. Ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommen wird. Zumal ich weiß nicht, wie Darkness 2 sich verkauft hat. Ich weiß nur, dass überall, wo ich hingegangen bin, hast du in den Grabbelkisten immer zigtausende Kopien von diesem Spiel gesehen. Sprich in jedem Saturn, wo du warst, oder hast du sonst nicht gesehen. Ich habe mir damals die Limited Edition geholt. Ich weiß nicht, was daran so limited sein soll, außer das Poster, was da drin ist. Aber doch, es war nicht schlecht. Für das, was es damals war, ist es nicht schlecht. Und ich glaube, es gibt auch noch ein paar DLCs, wo du machen kannst, aber da werde ich mich jetzt nicht mit beschaffen, weil soweit ich weiß, haben die weder was mit der Story zu tun, noch irgendwie bieten die irgendwas Neues. Irgendwie eins ist so ein Dude mit einem Katana und da hört es auch schon wieder auf. Irgendwie jeder hat so seinen eigenen kleinen Skilltree. Also nichts Weltbewegendes. Ich bin nur erstaunt, dass das wirklich so schnell durchgeht. Also wirklich heute... Ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute durchspielen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es in 5,5 Stunden abgearbeitet haben. Und hätte ich in diesem Karneval nicht so lange gebraucht, dann wäre es glaube ich noch schneller gewesen. Hätte ich diese Rüstung mal vorher geholt, ne? Ich meine, die ist ja absolut busted. Aber ja.